Wollt ihr noch den dritten Teil sehen? Also Teil 1 und Teil 2 verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Wie muss der Titel heißen? Wir müssen flüchten. Game Master. Siehst du, es ging doch um den Game Master. Also springen wir sofort rein hier. Das Video geht... Oh, 10 Minuten 56. Okay, ich bin gespannt. Jetzt kommt der Keller. Keller ist halt sehr nice. Bunker, Schwimmbad und diese große Heizungsanlage. Und ja, mal gucken, was jetzt hier passiert mit den beiden. Treffen sie den Game Master oder nicht? Es geht jetzt in den Keller, deswegen gehen wir jetzt runter. Ja, pass hier auf. Pass bloß auf, ey. Vorsicht. Kein Geländer. Ja, sehr gefährlich. Eine hier unten. Ah, da unten. Da ging es auch lang. Es gab mehrere Kellerbereiche. Ich finde ja lustig mit den... Fühlt alles zueinander, ne? Mit den Handschuhen, ne? Dann ist das 10 Keller. Ja, Mann. Einweghandschuhe. Also Leute, hier. Unten rechts. Hier. Genau. Bist du ready? Ja, Mann. Komm. Bist du ready? Seid ihr ready? Chat, seid ihr ready? Wer schwache Nerven hat, jetzt bitte gehen, ja? Ich will ja nicht, dass hier einer umköppt. Passen wieder, ne? Ja. Auch Fenster offen, Alter. Ja. Alles klar. Ich kann euch sagen, der Keller, der war auch... Also eigentlich müsste man auch mit Maske durchgehen. Also wir sind auch nur schnell rein, schnell gefilmt und schnell wieder raus. Weil es ist total verschimmelt. Das seht ihr bestimmt auch gleich. Ich hoffe, dass sie den Schrank füllen. Der war auch, boah, der war übersät mit Schimmel. Boah. Spinnweben sind auch im Stand. Also Flügelfenster. Ah, hat Daniel schon gesagt, Spinnweben ist wie Make-up, ne? Achso, so. Das gehört zum Lost Play schon dazu. Achso, okay. Boah. Da ist der Schrank. Ah, gehen die nicht hin? Nee. Anderes Feeling, ne? Alter, geht's noch tiefer rein. Da ist der Bunker. So, was? Da ist ein Tresor. Ach, das ist auch interessant. Die denken, das ist ein Tresor. Aha. Das ist ja auch mal cool, ne? So mal andere Videos zu gucken, was die so denken, was das immer so ist. Alter, der ist offen. Was ist das? Ist ein Tresor, ja. Mhm. Für einen Knecht. Boah, wenn jemand unartig war. Tresor? Hier war das Big. Die Goldbarren. Alter, für der Bunker. Ja. Aber wenn man so überlegt, ist das ja gar nicht so verkehrt, was er gesagt hat, ne? Aber ich kann euch beruhigen, es ist kein Tresor, es ist nur ein Bunker. Und der Tresor, da sind die nämlich oben dran vorbeigelatscht. Ja, den haben sie natürlich nicht so gesehen. Daneben haben sie nämlich schon Löcher rein kaputt geschlagen, die Mauer, Dings Eil ist eingeschlagen. Die haben da bestimmt schon mal reingeguckt. Weil den Tresor, der ist komplett dicht, den kriegst du gar nicht mehr auf. Und das ist einfach nur, weil es ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg war, ja, und dann den Kalten Krieg kam dann ja, und dann haben die sich halt in der Villa auch so einen Bunker halt reingebaut, ne? Also, du kannst ja einen einstellen. Luftschutzbunker. Ich glaube, hier waren die Goldbarren drin. Boah. Hier waren die Goldbarren drinne. Geil. Aber man weiß es ja auch nicht. Das könnte ja vielleicht auch stimmen, dass der ja auch da, wenn man jetzt so überlegt, das könnte wirklich sein, dass der da sein Reichtum gebunkert hat, ne? Heißt ja nicht nur Luftschutzbunker, sondern das Bunker halt, ne? Kannst ja auch was gebunkert haben. Ich kann jetzt ja voll die Sachen bunkern. Da denke ich mal, dass da sollte die Toilette sein. Oder da war, glaube ich, die Toilette. Richtig groß. Krass. Oh Gott. Was ist das denn? Das ist der Ausgang. Nach Alter, oben. Voll die Leute. Das ist ein halber Knast. Boah, als ob das so eine Zelle ist. Boah, guck mal, hier ist eine Gefängniszelle. Ey, Leute, wir sind ja im Gefängnis. Ich habe locker Leute eingesperrt. Alter, aber du bist auf diesem kleinen Zimmer, Alter. Ich würde komplett durchkriegen. Ach, das war locker. Ich krieg jetzt gerade schon Platz, sag ich's. Schnell raus, erstmal raus. Jetzt ist es vom Tresorraum zum Gefängnis. Ah, ja. Stell dir vor, die Tür vom Tresor würde jetzt zugehen. Oh mein Gott, lass raus. Schnell. Läuft bei den beiden.
Tresor, Gefängnis. Wie geil. Also das ist das erste Mal, ne? Also ich habe schon viele Lost Place Videos gesehen und auch von der Villa hier. Die haben alle immer gesagt, Luftschutzbunker, aber das erste Mal, dass ich jetzt gehört habe, Tresor. Finde ich auch lustig, finde ich lustig. Aber ja, man kann sich ja vieles zusammenreimen auf ein Lost Place. Das finde ich halt das Coole. Aber ich glaube nicht, dass das ein Tresorraum war. Das kann vielleicht sein, dass er vielleicht da auch was gebunkert hat, ne? Dass er seine Gemälde oder sonst irgendwas da reingepackt hat oder einen Schmuck. Aber eigentlich, wie gesagt, Tresor war oben in der Etage. Hier checken. Was ist das denn? So eine Chill-Lounge. Ach nee, sorry Daniel, genau, es war ein Knast. Vom Tresor sind sie ja dann zum Knast rübergegangen. Da wurden ja Menschen eingesperrt. Geil, ey. Sieht aus wie so eine... Ja, so eine Bar war ich. Ja, so. Wie so eine Kellerbar, ja. Genau. Ach, die sagen immer Schimpfwörter, deswegen immer ist der Ton weg. Die sagen immer irgendwas und dann fällt der Ton weg. Ist euch das schon mal aufgefallen? Soll ich mal einen trinken kann? Ja, vielleicht. Krass, ne? Alkohol, beste Leben. Leute, Finger weg vom Alkohol. Finger weg davon. Oh, da ist der Schrank. Guck mal an, wie verschimmelt der ist. Ja. Was ist da? Toilette? Wow, das ist ein Pool. Ein Kellerpool? Ein Indoor-Pool. Alter. Geil, oder? Ey, für so eine Villa reicht das vollkommen, oder? Für mich reicht das. Oh, wie das mal ausgesehen hätte, ne? Das mal ausgesehen hätte. Ich glaube, ich brauche wieder einen Kaffee. Oh, mein Kaffee ist leer. Ey, wie krank. Oh mein Gott. Ich glaube, die korrekte Bezeichnung ist Zivilschutzanlage. Ja, das kann sein. Ich glaube, der Bunker war ja auch fürs Personal und für die, von der, die da halt gewohnt haben. Also die Besitzer. Der Besitzer. Ist die Frage, wenn jetzt wirklich was passiert wäre, hätte er nur die Familie mit reingenommen und das Personal draußen stehen gelassen? Könnt ihr mal im Chat schreiben. Nein, die sagten ja eben, aus Tresor wurde es zum Knast. Also ist es jetzt ein Knast. Genau. Also, ist doch einfach nur crazy. Also. Was war das bitte für eine kranke Villa damals? Echt krank. Ganz krank. Also, boah. Dachte, überleg mal, Alter, wie reich die gewesen sind. Ja, die hatten Kohle gehabt. Boah, sieht doch richtig hochwertig aus, ne? Ja. Richtig mit Muster und so, ey. Boah, krass, Mann. Schade, dass das aber so zerstört wird, ne? Guckt euch das an da. Alles, oh diese ganze Graffiti-Schmiererei, ey. Oh, wenn man das wegdenken würde, ne? Boah. Da müsste ja irgendwo diese Kloanlagen und so stehen, eigentlich. Mhm. Ja, da sind so kleine. Alter. Boah. Krass. Was ist denn da noch? Eine Dusche oder so. Zum Abduschen. Okay. Okay. Bisschen random hier. Ich glaube, wir waren duschen. Da kommt man sich in Ruhe einen Bademantel anziehen. Ja. Krass. War bestimmt. Alter, zwei Pools schon. Einmal draußen, einmal drin. Krass, Alter. Guck mal hinter euch. Oh, schade, haben die nicht gesehen. Da sind noch Zwischengänge. Da kannst du komplett nochmal einmal rumlaufen da. Ich glaube, die haben sich auch Fluchtwege gemacht, dass sie flüchten konnten, wenn irgendwas ist. Und man konnte von oben den Raum, ne, den ihr gesehen hattet, der gebrannt hatte da, mit dieser Glasfront, man konnte von oben von der Glasfront runtergucken. Genau da in diesen Raum rein. Ich glaube, hier steht noch ein Auto. Ja, die Fliesen waren echt hübsch, ja. Ja, eine Garage müsste es eigentlich auch noch geben, ne? Also ist echt groß, die Villa. Toilette mal wieder. Oh, wollte gerade sagen, wo sind die Toiletten hier im Keller? Oh, ich glaube, hier war das für das... Ah, wenn mal der Strom ausfällt. Reserve, Aufzug. Ah, hier kann man alles betätigen und so. Wie in einem Horrorfilm, wenn irgendwas ist im Keller, ist dann alles. Hier Weinkeller, Heizung. Alter, einfach Weinkeller. Von hier aus. Junge, das war. Wie weit man dafür laufen muss, um da irgendwas zu steuern. Aber wahrscheinlich haben die dann einen Butler geschickt. Ja, klar, wenn du im Fahrstuhl eingesperrt bist, dann musst du ja irgendwie im Fahrstuhl. Da musst du ja. Wie kommst du denn dann in den Keller, um die Sicherungskasse zu bedienen? Ja, klar. Das ist ja nur ein Sicherungskasten. Der Butler James. Da rennt der Butler hin, richtig. Okay, ganz simpel gehalten. Toilette Nummer 10. Was geht hier? Ah, hier fehlt der Aufzug auch in dem Keller. Achso, muss ja alles verletzt sein, ne?
geht hier? Das ist ein Arbeitszimmer oder was? Arbeitszimmer. Werkstatt. Handwerkzimmer hier. Boah. Da. Oh, da ist ja kein Wasser mehr drinne. Oh. Wo wir damals waren, da war das alles Wasser. Da war komplett mit Wasser voll da. Deswegen konnten wir damals nicht da lang gehen. Das war, wann waren wir denn da? 2018? Ich weiß es nicht mehr so genau. Oh. Boah, krass, wie das ganze Wasser wahrscheinlich schon alles so in den Wänden drin und im Boden raus reingesaugt. Überall im Karton, alles was da so liegt war, ist das Wasser jetzt drin. Was geht hier drin? Oder einfach alles nur... Alter, ey, voll die Kessel. Kessel, ach, vielleicht die Heizung und so. Digga, das ganz ehrlich, die ganze Villa wäre viel zu kompliziert. Hammer, guck mal, ne? Da haben sie früher noch Kohle reingeschäffelt, glaube ich, ne? Ich glaube, das sind Kohleofen, ne? Oder Holz. Oder vielleicht haben die alles reingeschmissen. Was ist das für ein Raum? Da haben sie bestimmt auch die Dokumente, fand ich, bestimmt zum Schluss und dann sind sie abgehauen. Schön wieder die Tür, halb auf. Ganz lecker, lecker Einladung. Hier geht's hoch von der einen Seite, wo wir vorhin waren. Ah, ja, genau. Also der Keller. Genau, da sind wir runtergekommen und konnten nur so ein klein bisschen da reingehen. Und da war ja, wie gesagt, da war alles unter Wasser. Und da mussten wir wieder hochgehen und dann sind wir die Küche wieder hochgegangen und da, wo die halt runtergegangen sind. Ja, nicht mehr weiter. Leute, Grundvoraussetzung hier rumzurennen, Täternussimpfung bei den ganzen Sachen, die hier... Gibt es noch eine andere Seite von Kent? Oder sind wir auf der rechten? Ich glaube, das ist die einzige. Hier ist noch was. Ah, hier war... Boah. War der Heizungsraum. Also das Schwimmbad, glaube ich, die ganzen... Boah. Was, wie komplex... Was für Pumpen... Und wie komplex das hier alles ist. Guck dir das... Leuchte mal hier in die ganzen... Teile hier, Alter. Freunde. Ey, Digga, da hätte ich gar keinen Spaß mehr dran. Krass. Vor allem rechts der Tisch. Die hatten irgendwelche Leute, die das Kessel gemacht. Gesperrt und abgeschaltet. Also echt krass. Gute Info. Was steht da? Absperr. Nee. Absperrschieber. Dachgeschoss. Kesselrücklauf. Boiler, also so Heizanlagen. Ja. Und so. Aber blau ist ja eigentlich Wasser und rot ist eigentlich Heizung und so, aber... Oder kein Hier ist fürs Schwimmbecken. Ah, Schwimmbad. Genau. Schwimmbecken. Ist das hier ein Klavier oder was ist das? Ah, nee, ein Tisch. Ein Tisch. Aus wie ein Klavier. Aufklappbarer Tisch. Boah, da sind noch mehr Techniksachen. Cool, oder? Keller? Keller ist irgendwie cooler als die anderen Sachen oben, ne? Vor allen Dingen ja auch gruseliger. Keller ist immer gruselig auf dem Lost Place. Ja. Alter. Eigentlich, wenn ich immer auf dem Lost Place bin, bin ich eigentlich gleich der Typ. Blablabla. Bin ich eigentlich gleich immer der Typ, der in den Keller rennt. Ich will immer gleich in den Keller rein. Zieh dir das alles rein, Mann. Das ist hier so ein großes Haus, brauchst du. Stromkosten sind am Start auf jeden Fall hier, ne? Also da wird hier nicht gespart. Boah. Oh. Alf. Wow. Okay, ich wollte gerade sagen, ich dachte schon, jetzt ein Brunnen noch. Wäre jetzt hier noch ein Bunker zum Durchgehen oder was? Nein, das ist ein Brunnen, bestimmt. Oh. Oh, wieder voll die Pumpen und alles. Okay, also typisch Keller hier. Ja. Ich habe das Gefühl, hier wurde alles rausgerissen, was man noch zu Geld machen konnte. Hier fehlt noch ein Gym und ein Theater. Halt. Ja. Ja, noch ein Kino. Aber ich weiß nicht, ob das in früheren Zeiten gängig war, ein Kino heutzutage. Naja, stimmt, da gab es noch gar nicht so krass. Ja, da gab es noch nicht Netflix und so. Wundert mich überhaupt, dass da noch alles so ist, ne? Das ist ja auch alles Metall, dass die das da noch gar nicht geklaut haben. Ich glaube, der Keller ist. Wir können mal abchecken. Ich glaube, wir haben alles durch. Komm, ich auch klar, dass wir überhaupt durch sind. Ich dachte, wir brauchen noch eine Weile. Ja, aber trotzdem schon voll lang sind wir schon. Wir sind schon eine Stunde hier safe. Fast zwei, oder? Oder zwei sogar. Oh, was jetzt? Ey, da war wieder jemand, willst du? Er hat wieder einen Schatten gesehen. Ziemlich veralbern, ne? Jetzt kommt der Game Master. Lass dich später, Alter. Ich die ganze Zeit. Moin, Paul. Hallo. Ich glaube, du hast zu viel Kellerluft hier geschnappt. Hallo? Okay, wir sind jetzt fast durch, ne? Den Schimmel hat er aufgesaugt. Also machst du denn aus einem, was wir hier irgendwie... Wir haben jetzt alles durch eigentlich, ne? Okay, schon. Oh! Oh mein Gott! Lauft! Lauft um euer Leben! Oh mein Gott! Boah! Jetzt habe ich mich aber richtig erschrocken gerade. Hey, Mann! Warte! Mach mal nicht raus! Ja. So. Oha. Keine Ahnung. Lauf. Warte, wir kamen von da. Wir kamen von da, Mann. Was war das?
Oh, raus, raus, raus. Oh mein Gott. Hey, wie ist er? Raus, hier raus, hier raus, hier raus. Okay, hier ist der Ausgang. Hier ist der Ausgang, ne? Ja. Meinst, da seid ihr sicher? Wie geil gemacht, oder? Einfach so ein Typ mit der Maske. Warte, psch. Mann, lass abhauen jetzt. Egal, komm, lass weg. Lass weg, komm, komm. Ins Auto, ins Auto. Schnell weg jetzt aber. Ganz schnell weg aber. Ramazambi, Bingo Bongo. Ey, was war das? Was war das für eine Gestalt da eben? Oh mein Gott. Ey, was war das für ein Tag heute, Alter? Was ging ab, Leute? Ey, was war das gerade? Unschlag. Ist das geil. Gestalter? Ich möchte mal wissen, wie viele Leute das jetzt so für ernst genommen haben, dass da jetzt so einer wirklich da rumschwirrt. Aber da gibt es ja mehrere Teile über diesen Game Master da. Vielleicht besucht der Game Master oder vielleicht bekomme ich auch irgendwann Post von dem Game Master. Da muss ich ihn auch mal irgendwo im Lost Place suchen. Wer weiß, wer weiß. Ich habe nur irgendwas weiß im Gesicht gesehen. Das war dieser Mann. Das war dieser Mann. Der hat uns mal geschrieben, der hat uns die ganze Zeit verfolgt. Ja. Und diese Schatten, die du gesehen hast, das hast du dann, das war dann diese Person. Ja. Ich glaube, unser Objektiv ist kaputt gegangen oder so. Ich glaube, wir brauchen ein neues. Alter. Ach du Schande. Das ist echt übel. Ja, dann würde ich sagen, nie wieder Lost Place besuchen. Ey, was war das für eine Villa überhaupt? Die war übergroß, Leute. Was geht ab? Das war so riesig da, ey. Villa ist schon cool. Und dann kam mir gerade alles vor wie ein Traum irgendwie. Als ob wir gar nicht da gewesen sind. Ja. Es kam mir wirklich vor wie so einem Film. Und ich habe gar nicht realisiert, dass das echt ist. Ganz geil. Komischer Tag, Leute. Komplett creepy, ey. Komplett creepy. Aber es schockt zu gucken auf jeden Fall. Ich find's lustig. Ich find's cool. Gib mal einen Daumen hoch für mehr sowas, wenn wir mehr so, keine Ahnung, so auf so eine Jagd gehen sollen. Von ja, Sachen abchecken. Oder was? Sachen abchecken oder so, ne? Ja, ich auch, ne? Ich muss auch unbedingt mal Sachen abchecken. Hättet ihr Bock auch mal auf solche Videos? Ja, auf meinem zweiten Kanal? Dann checkt mal ab. Alles abchecken hier. Jetzt habe ich schon 3 Videos von dir geguckt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet.